Hallo, hier ist der Malte von Just Music. Ich bin auf der Musikmesse in Frankfurt, hab jetzt hier den Lars bei mir und wir stehen vor der Nausonic-Vitrine. Und hier haben wir so kleine schwarze Mikrofon-Vorverstärker. Was hat es damit auf sich? Genau, bei der Nausonic Maximizer-Serie handelt es sich um drei Geräte, die alle passiv funktionieren. Das heißt, kein Knopf, keine Batterie, kein nix. Wir fangen mal mit dem kleinsten an, das ist der Maximizer, ein einkanaliger Vorverstärker, der 25 dB Vorverstärkung liefert, ohne in den Frequenzgang einzugreifen. Ideal für alte Bändchenmikrofone oder dynamische Mikrofone mit schwachem Output, die aber bei einer gewissen Vorverstärkung den Sound liefern, den man braucht. Paradebeispiel Shure SM7B und Maximizer und du hast einen neuen Sound, der dich wegbläst. Der Wahnsinn ist. Also wir haben es jetzt mit mehreren Aufnahmen verglichen. Es ist sehr faszinierend, was geht. Okay, gerade bei dem Mikrofon immer etwas problematisch. Ich sehe schon daneben gleich die Stereo-Variante hinterher. Genau, also wer halt zwei Mikrofone parallel betreiben will, der nimmt den Stereo. Exakt das gleiche, nur doppelt so groß. Und statt einmal XLR raus und rein, hat er das halt zweimal. Dann gibt es noch den Maximizer Plus hier direkt neben mir. Was hat es damit auf sich? Er hat noch ein paar Dipschalter mit dabei. Was kann man damit noch Tolles machen? Ja, die sind natürlich mit Funktionen belegt. Erstmal ist er so groß wie der Stereo, ist aber Mono, das ist wichtig zu wissen. Aber er hat, das sehen wir jetzt hier leider nicht, auf der anderen Seite einen Drehregler. Der ist viel wichtiger. Ich sag dir, wir haben hier 25 dB glasklare Vorverstärkung und ich kann nichts einstellen. Beim Maximizer Plus habe ich eine Impedanzanpassung, sodass ich ideal bis zu meinem Sound das anpassen kann. Kann den Outputpegel, dafür ist er eine Dipschalter wählen und ich habe einen Low-Cut mit drin. Also auch da genau das Richtige für ein bisschen anspruchsvollere genau. Hardware auf der anderen Seite. Super, vielen Dank für diese Übersicht. Falls ihr noch mehr News und Videos von der Musikmesse 2017 haben wollt, schaut vorbei auf unserem blog.justmusic.de.